Ein Sixpack mit dem blumigen Etikett Riviera dei Fiori präsentiert Märklin mit diesem Set Eurocity-Schnellzugwagen der SBB. Das ist berechtigt, weisen doch die Zuglaufschilder als Start- und Zielbahnhöfe Nizza und Basel SBB aus. Und dazwischen halten die Vorbilder der Wagen unter anderem in Ventimiglia, Genua und Como, durchqueren also den reizvollen, als Blumenriviera bekannten Küstenstreifen. Märklin-typisch ist die akkurate Bedruckung. Bei den Zuglaufschildern sind unter der Lupe nur Nizza und Basel SBB zu entziffern. Die Schrift der Zwischenstationen ist so winzig, dass sie nicht zu erkennen ist. Zu sehen ist nur, dass ihr Schriftbild nicht verwaschen, also ebenfalls klar gedruckt ist. Es ist schon erstaunlich, was der Tampondruck alles zu Wege bringt. Märklin-typisch ist auch die nicht vorbildgerechte Verkürzung der Wagen. Sie müssten, um maßstäbliche Länge zu haben, rund 4 cm länger sein. Modellbahnpuristen werden sich wieder an den verkürzten Wagenlängen reiben. Sie mögen aber bedenken, dass wohl nur auf sehr wenigen Heimanlagen Gleisbögen mit maßstäblich exakten Radien verlegt sind. Das heißt, dass auf den üblichen geringen Radien die Wagen mit Vorbildlänge unnatürlich weit über die Schiene hinausragen. Und so muss sich der Modellbahner entscheiden, was ihn weniger stört. Verkürzte Wagen oder neben dem Gleis schwebende Wagenkästen. Als Besonderheit sind bei diesen Wagen die Puffer beweglich. Sie lassen sich jeweils um rund 2 mm herausziehen. Das ist jedoch eine ziemliche Fummelei und strapaziert die Fingernägel. Vorbildgerecht schmal ist das Schleifstück des Dachstromabnehmers auf dem Speisewagen. Fahrzeuge der SBB haben schmalere Schleifstücke als die der DB. Der Speisewagen trägt die Aufschrift Elvetino. Für jene, welche damit nichts anfangen können, die Elvetino AG ist ein Unternehmen der SBB und das führende Bahngastronomieunternehmen in der Schweiz. Die große Lücke zwischen den auf der Drehscheibe rollenden Wagen ist hin und wieder bemängelt worden. Deshalb erfolgt diesmal die abschließende Vorbeifahrt auf einer Geraden der heimischen Anlage. Sagt uns doch mal, was ihr davon haltet. Noch ein Wort zur Lok, präziser zu deren Antrieb. Sie ist mit dem oft gescholtenen Fünfpoler ausgestattet, Märklin nennt ihn Hochleistungsantrieb, mitsamt dem wegen seiner in vielen Loks auftretenden Kreischerei überbeläumten Stirnradgetriebe. Bei diesem mehr als 10 Jahre alten Modell benahmen sich beide nervenschonend tadellos, von ihnen war nichts zu hören, was über das Rollgeräusch hinausging. Die Wagen dieses Sets sind Vertreter der Epoche 5 und die dauerte von 1990 bis 2006.